Langzeitbelichtungen sind im Endeffekt immer dann notwendig, wenn du sich bewegende Objekte zum Beispiel verschwimmen lassen möchtest oder auch hier einen sehr schönen Effekt auf das Wasser legen möchtest. Denn wenn ich lange belichte, dann wird das Wasser zu einer Art Eisschicht auf dem Foto. Wann spreche ich von einer Langzeitbelichtung? Im Endeffekt ist das nicht genau definiert. Ich sage immer so, ab einer Sekunde Belichtungszeit ist das eine Langzeitbelichtung. Und je länger du das machst, umso krasser wird dann im Endeffekt dieser Effekt. Ich werde dir jetzt mal ganz kurz am Anfang den Unterschied zeigen zwischen einer Langzeitbelichtung und einem normalen Foto und dann wirst du sehen, was ich eigentlich meine. Ich werde jetzt einfach mal anfangen mit einem normalen Foto und dann in eine Langzeitbelichtung übergehen und dann wirst du mal diesen Unterschied selber sehen. Fangen wir jetzt hier einfach mal an. Normalerweise, das ist jetzt hier eine Tagesaufnahme, bin ich also bei einer 125. Sekunde bei Blende 8 und ISO 64. Das kannst du dir jetzt hier auch einfach mal selber auf dem Monitor anschauen. So sieht das durch meine Kamera aus. Und du siehst jetzt auch auf der rechten Seite, dass hier die Belichtung quasi genau ausgeglichen ist. Machen wir einfach mal ein Foto. Und das ist jetzt hier, sage ich mal, der normale Effekt auch im Wasser. Du siehst ja relativ viele Details noch im Wasser, kleine Wellen. Und wenn ich jetzt diesen Effekt erzielen möchte einer Langzeitbelichtung, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Das heißt, ich muss jetzt ja die Verschlusszeit quasi verlängern. Und gerade im Tagesbereich ist das natürlich ja relativ kompliziert. Denn womit kann ich jetzt noch gegensteuern? Ich könnte jetzt theoretisch die Blende noch weiter zumachen. Mit der ISO-Zahl bin ich schon komplett unten und da kann ich halt nicht weiter runtergehen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ja, okay, wir machen jetzt mal die Blende auf Blende 16 zum Beispiel und dann kann ich hier die Verschlusszeit noch ein bisschen verkürzen. Aber im Endeffekt komme ich da auf eine 30. Sekunde. Mehr schaffe ich nicht. Machen wir hier auch nochmal schnell ein Foto. Aber da ist der Unterschied noch nicht wirklich gegeben, wo man sagen könnte, das ist jetzt eine Langzeitbelichtung. Bedeutet, ich brauche zusätzliche Hilfsmittel und diese zusätzlichen Hilfsmittel sind Filter. Ich habe jetzt hier mir mal verschiedene Filter mitgenommen, die nennen sich ND-Filter. ND steht für Neutral Density, bedeutet also so viel wie Graufilter. Deswegen grau, weil grau eine neutrale Farbe ist, also keinen Farbstich besitzt. Und dieser Filter macht das Bild im Endeffekt einfach erstmal nur dunkler. Das heißt, es kommt weniger Licht durch die Kamera auf den Kamerasensor durch. Und dementsprechend können wir damit unsere Verschlusszeit verlängern. Dafür sind diese ND-Filter gedacht. Die gibt es in verschiedenen Stärken, je nachdem, was ich gerade brauche. Ich habe jetzt hier drin mal zwei Stärken drin. Einmal ein 6-Stop-Filter und einmal ein 3-Stop-Filter. Ich denke mal, 6 Stops sind hier ausreichend. 6 Stops bedeutet im Endeffekt, dass dieser Filter 6 Blendenstufen abdunkelt. Und wir wissen ja bereits, was Blendenstufen sind. Es gibt ja noch die dritte Schritte dazwischen. Aber wenn ich 6 Blendenstufen abdunkeln kann, denke ich mal, haben wir hier schon ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und den schraube ich jetzt hier vorne auf die Kamera mal drauf. So, jetzt setzen wir den ganzen Filterhalter hier mal vorne drauf. Perfekt. Und in diesen Filterhalter kann ich jetzt hier den entsprechenden Filter reinsetzen. Ein kleiner Hinweis noch, den ich dir geben möchte. Diese ND-Filter, gerade die Steckfilter, haben hier außenrum immer so eine kleine Beschichtung noch, wo einfach dafür gesorgt wird, wenn du die draufsteckst, dass kein Licht mehr von hinten oder von der Seite irgendwie reinkommt. Das ist also ganz wichtig, dass du die wirklich so komplett reinsteckst, dass die wirklich zentriert auf dem Aufsatz stecken. Denn sonst ist das hier quasi unnötig, ne? Und dann kommt Licht von hinten rein und versaut dir am Ende das Foto. Also darauf auf jeden Fall achten. Und ich mache das Ganze jetzt auch so, dass du es selber nochmal durchs Kameradisplay sehen kannst, wie sie jetzt die Verdunkelung quasi stattfindet. Ich schiebe jetzt diesen Filter hier mal rein und dann siehst du schon, wie viel dunkler es wird. Auf einmal ist es komplett dunkel. Und jetzt kann ich insgesamt 6 Blendenstufen quasi wieder aufhellen mit der Verschlusszeit. Also machen wir das einfach mal. 1, 2, 3. Jetzt habe ich das erste Mal eine Blende quasi aufgehellt. Machen wir die zweite Blende. 1, 2, 3. Zweite Blende. 1, 2, 3. Dritte Blende. 1, 2, 3. Vierte Blende. 1, 2, 3. Fünfte Blende. 1, 2, 3, 6. Blende. Jetzt könnte ich theoretisch noch den ISO-Wert auf Low stellen. Ja, also ich kann unter den nativen ISO-Wert noch gehen. Und zwar 3 Blendenschritte sieht man jetzt hier auf Low 1.0. Und damit könnte ich jetzt nochmal einen Blendenschritt weiter aufhellen in der Verschlusszeit. Jetzt sind wir insgesamt bei 4 Sekunden Verschlusszeit. Und das ist schon mal eine ganz gute Methode, um jetzt hier
insgesamt das Ganze von der Belichtungszeit ein bisschen zu verlängern. Natürlich könnte ich jetzt noch einen zweiten Filter draufsetzen. Das heißt, ich könnte jetzt noch meinen 3-Stop-Filter draufsetzen und das Ganze damit nochmal verlängern. Ich kann also mehrere Filter miteinander kombinieren. Ich probiere es jetzt aber erstmal so aus, mit 4 Sekunden quasi. Wir machen mal ein Bild. Ja, man merkt schon, es dauert jetzt ein bisschen, bis die Kamera auslöst. Und jetzt haben wir hier insgesamt 4 Sekunden belichtet und man sieht schon, dass das Wasser so ein bisschen eisförmig aussieht. Es ist noch nicht komplett so, wie ich es mir vorstelle, aber es geht so langsam in die richtige Richtung. Jetzt könnte ich doch den zweiten Filter draufpacken, um das Ganze zu kombinieren. Das machen wir jetzt einfach mal. So, jetzt kommt hier noch Filter Nummer 2 drüber. Das sind nochmal 3 Blendenstufen extra, die ich jetzt quasi abdunkle. Und jetzt kann ich nochmal 1, 2, 3, eine Blendenstufe, 1, 2, 3, zweite Blendenstufe, 1, 2, 3, dritte Blendenstufe. Und jetzt sind wir bei 30 Sekunden Verschlusszeit. Das ist jetzt eine richtige Langzeitbelichtung. Wichtig ist jetzt, dass ich nicht mehr selber auf den Auslöser drücke, sondern dass ich zum Beispiel hier den Selbstauslöser mal einstelle. Auf 2 Sekunden reicht vollkommen aus. Aber bei einer Langzeitbelichtung ist es immer sehr wichtig, dass du deine Kamera wirklich auf ein Stativ zum Beispiel stellst oder irgendwo, wo sie sich gar nicht bewegt und auch den Auslöser nicht mehr selber drücken oder halt mit dem Selbstauslöser arbeiten, sodass wirklich keine Bewegung mehr in der Kamera drin ist. Sonst wird das Bild am Ende nicht wirklich scharf. Probieren wir es einfach mal. Lösen wir aus und jetzt warten wir schöne 30 Sekunden, bis das Bild fertig ist. Das ist auch ganz wichtig, wir stehen jetzt hier gerade auf dem Steg. Nach Möglichkeit nicht wirklich bewegen. Ja, also stehen bleiben, keine Schritte machen und darauf hoffen, dass keine Touristen reinkommen und auf den Steg gehen. Auch das ist dann natürlich kontraproduktiv. Es ist jetzt ein bisschen Wartezeit hier, aber das Ergebnis ist dafür am Ende umso schöner, weil wir jetzt gleich wirklich eine ganz gerade Fläche haben werden in diesem Wasser und das Foto damit eine ganz andere Qualität bekommt. Und da haben wir es auch schon. Und das sieht doch jetzt schon richtig gut aus. Also da muss ich sagen, jetzt sieht das Wasser sehr schön aus. Der Vorteil ist natürlich immer bei so einer glattgezogenen Wasseroberfläche, dass wir weniger Details im Bild haben, die ablenken könnten. Ne? Also es ist ja oftmals so, dass man diese ganzen kleinen Riffelungen und Details und so weiter, dass die oftmals sehr schnell ablenken können. Und wir machen das Foto damit ein bisschen minimalistischer. Und das gefällt mir an dieser Stelle richtig gut. Klar, ich müsste jetzt noch ein bisschen in die Bildbearbeitung reingehen und das Foto vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten, gerade von den Helligkeitswerten. Aber grundsätzlich gefällt mir das an dieser Stelle schon richtig gut. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, das ist jetzt die Langzeitbelichtung. Und das war es hier ohne. Ne, da sieht man schon relativ stark noch im Wasser die verschiedenen Riffelungen einfach. Und jetzt haben wir das einfach komplett rausgenommen. Es gibt natürlich noch bessere Beispiele, wenn man zum Beispiel einen Wasserfall fotografiert. Da kann ich dir auch nochmal das Videomaterial einblenden zum Thema Verschlusszeit, was wir damals aufgenommen haben. Auch dort haben wir einen Wasserfall fotografiert und wenn so ein richtig laufender Wasserfall fotografiert wird, dann reicht meistens schon so eine halbe Sekunde aus, um den richtig schön darstellen zu lassen. Hier bei solch einem Wasser brauchen wir immer längere Verschlusszeiten, deswegen haben wir auch das hier gewählt für eine Langzeitbelichtung, weil wir hier einfach wirklich mit mehreren Sekunden, also mit einer halben Minute schon arbeiten müssen, um das wirklich richtig glatt zu ziehen. Das kommt immer darauf an, wie stark sich ein Element im Foto dann wirklich bewegt. An dieser Stelle nochmal kurz zusammengefasst, was du für eine Langzeitbelichtung alles brauchst. Im Endeffekt brauchst du irgendwas, womit du deine Kamera stabilisieren kannst. Also am einfachsten ein Stativ. Du kannst deine Kamera auch irgendwo hinstellen. Meistens hast du dann aber nicht die perfekte Auflagefläche, dann kann die Kamera doch ein bisschen wackeln. Also ein Stativ ist eigentlich sinnvoll für eine Langzeitbelichtung. Wenn du am Tag eine Langzeitbelichtung machen möchtest, kommst du eigentlich um sogenannte ND-Filter oder Graufilter nicht herum. Diese Graufilter, ND-Filter gibt es wie gesagt in verschiedenen Stärken. Gerade wenn du jetzt wie wir in der Mittagssonne fotografieren, dann braucht man schon relativ viel. Du siehst, wir haben jetzt insgesamt um 9 Blendenstufen abgedunkelt, damit wir hier 30 Sekunden belichten können. Dafür haben wir aber auch die Blende sehr, sehr weit zugemacht, eigentlich schon fast zu weit für meinen Geschmack. Und der ISO-Wert ist auch wirklich ganz tief. Also man kann da ruhig auch mit einem 10-Stop-Filter arbeiten. Es gibt sogar, glaube ich, 13-Stop-Filter. Muss man immer gucken, ist von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich ist es auch so, dass das jetzt hier eine Konstruktion ist für ein Weitwinkelobjektiv. Es gibt auch sogenannte Schraubfilter. Also man kann auch direkt in das Schraubgewinde von einem Objektiv ND-Filter reinschrauben. Die sind dann halt rund, logischerweise. Die sind dann natürlich auch ein bisschen kostengünstiger als sowas hier. Bei einem
sehr weitwinkligen Objektiv, wie ich jetzt gerade drauf habe, ist das immer ein bisschen umständlicher. Da muss man dann so einen kompletten Aufsatz hier vorne drauf schrauben. Aber wie gesagt, diese Filter gibt es in allen möglichen Varianten. Ich nutze hier Filter von der Firma Nisi, weil ich von denen auch gesponsert werde. Ich bin in deren Auftrag als Ambassador unterwegs und da gibt es natürlich auch einen kleinen Rabattcode. Den kann ich dir auch nochmal einblenden, falls du für dich selber also Filter mal bestellen möchtest. Das sind also die grundlegenden Sachen. Wenn du einen Fernauslöser hast, nutze auch den. Ich habe jetzt hier den Selbstauslöser in der Kamera genommen, ist auch völlig in Ordnung, weil du dann, wie gesagt, auch die Kamera an der Stelle nicht mehr berührst. Ich möchte dir mal noch ein zweites Beispiel zeigen, auch wenn es jetzt hier relativ laut ist, weil wir stehen hier mitten auf einer Verkehrsinsel in Berlin, direkt vor der Siegessäule. Und ich möchte dir mal zeigen, was man mit einer Langzeitbelichtung sonst noch so für Effekte erzielen kann. Wir haben jetzt hier schon fast blaue Stunde. Und ich habe jetzt hier mal alles so eingestellt, dass ich ohne Filter fotografiere, Blende 22, also so am weit geschlossensten wie möglich. Den ISO-Wert habe ich so weit runtergedreht, wie auch nur möglich. Und jetzt bin ich bei ungefähr 10 Sekunden Verschlusszeit. Das wird, je nachdem, wenn es jetzt dunkler wird, kann ich dann auch noch länger belichten. Und ich habe zum einen natürlich die Siegessäule als Hauptmotiv und habe jetzt aber links und rechts jeweils noch die Straße, wo die Autos langfahren. Und durch diese Langzeitbelichtung und dadurch, dass die Autos jetzt schon Lichter anhaben, werde ich jetzt richtig schöne Lichtspuren nach rechts und nach links bekommen. Ich werde jetzt hier einfach mal belichten. 10 Sekunden. Jetzt kommen hier gerade von beiden Seiten die Autos. Ist schön laut. Ich hoffe, man versteht mich noch. Und wir werden einfach mal gucken, was wir bei 10 Sekunden Belichtung rausbekommen. Das könnte ein richtig cooler Effekt werden. Jetzt sieht man es. Man sieht die ganzen Autos gar nicht mehr, sondern wirklich nur noch die Lichtstreifen. Und es ergibt einen richtig schönen Effekt, den man halt mit so einer Langzeitbelichtung machen kann. Belichte gleich normal. Ja, links kommen noch ein paar Autos, rechts sind sie schon durch. Und ich finde diese Fotos, diese Art von Fotos, richtig klasse. Ich würde sagen, ich warte jetzt mal noch so ein paar Minuten, dass es noch ein bisschen dunkler wird. Dann kann ich mir die Blende wieder ein bisschen weiter aufmachen. Ich fotografiere ja so am liebsten Blende 8 bis Blende 11, weil dort das Objektiv am schärfsten ist. Und trotzdem möchte ich ja eine lange Verschlusszeit haben. Also 10 Sekunden sollten es mindestens sein. Da sieht man schon sehr schön, dass man bei 10 Sekunden wirklich lange genug belichten kann, damit man wirklich richtig schöne Lichtzieher von den Autos bekommt. Wichtig ist halt immer, dass das Umgebungslicht schon relativ dunkel ist, damit diese Lichter überhaupt erst zum Vorschein kommen. Und ansonsten könnte man natürlich auch, wenn es heller ist, mit ND-Filtern fotografieren noch. Wobei ich sagen muss, dann kommen diese Lichter, wie gesagt, gar nicht so sehr zum Vorschein. Also eigentlich ist die Art der Fotografie wirklich in der blauen Stunde am besten. Ja, wenn man jetzt noch ein kleines bisschen wartet, dann geht vielleicht auch die Laterne hier im Vordergrund gleich noch an. Haben wir auch nochmal einen schönen Effekt drin. Oh, ich mache nochmal ein Foto. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Autos lang. Sehr schön. Und da hat man einen richtig schönen Effekt. Wichtig, wie gesagt, wieder auch hier Kamera unbedingt auf dem Stativ stellen, damit wir wirklich keine Bewegungsunschärfe von der Kamera an sich drin haben, sondern wirklich nur von den Motiven. Das heißt hier in dem Fall vom Auto. Ja, und wenn ich jetzt hier mal reingucke, da sieht man natürlich schon, ja, mit Blende 22 ist das alles nicht mehr ganz so scharf. Deswegen werde ich jetzt hier mal die Blende ein bisschen weiter öffnen, ohne dass hier irgendwas ausbrennt. Ja, also ich bin jetzt mal, wenn ich Blende 11, Blende 13 mache ungefähr, dann schlägt das Histogramm zumindest noch nicht an. Jetzt warten wir gleich wieder auf den richtigen Moment, dass die Autos auch wirklich in Bewegung sind, weil wenn sie stehen, ne, dann kann ich so lange belichten, wie ich möchte. Dann werden sie sich ja trotzdem nicht bewegen. Das heißt, man muss jetzt hier auch immer so ein bisschen abpassen, wie sind denn die Ampelphasen rechts und links. Ja, und ich habe das große Glück, dass beide Ampeln hier mal gleichzeitig auf grün schalten. Bedeutet, dass wir dann wirklich auf der rechten und auf der linken Seite die fahrenden Autos haben. So, jetzt geht's wieder los. Jetzt kann man hier mal wieder gucken. Ja, auf der Seite brauchen sie noch kurz. Jetzt sollte es aber gleich wieder soweit sein. Genau, jetzt kommen sie von der anderen Seite von hinten. Zack, und von vorne kommen sie auch. Ich belichte wieder 10 Sekunden. Und wir bekommen ein schönes Ergebnis. Ich mache mal gleich noch ein Bild. Noch fahren die Autos hier lang. Ausnutzen die Ampelphasen. Perfekt. Hammer. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Bild, weil wir jetzt tatsächlich auch schon bei Blende 13 sind. Ich könnte jetzt in der nächsten Ampelphase schon auf Blende 11 runtergehen. Also die Blende wieder ein bisschen weiter öffnen. Und dann haben wir wirklich auch eine gute Schärfe in dem Bild drin, weil das war gerade eben bei Blende 22, ja, so ein bisschen semi. Aber jetzt mit Blende 13 sieht das schon wesentlich besser aus.
So, ich bin zufrieden. Wir haben eine super Langzeitbelichtung hier hinbekommen. Wie gesagt, werd mal ein bisschen kreativ. Alles, was sich bewegt in deinem Bild, kannst du mit einer Langzeitbelichtung wirklich zu einem schönen Effekt machen, den man halt nicht mit dem bloßen Auge erkennen kann. Das könnte Wasser sein, das können Wolken sein, das können Autos sein, das können Touristen sein, die vor irgendeiner Sehenswürdigkeit stehen, die du raushaben möchtest. Solange die sich bewegen und du lang genug belichtest, kannst du auch damit Touristen aus deinem Bild entfernen. Weil wenn sie sich bewegen, du länger belichtest, dann sieht man sie am Ende auch nicht mehr. Ja? Und da kannst du wirklich sehr, sehr kreativ werden mit dieser Langzeitbelichtung. Und ich möchte, dass du das auf jeden Fall jetzt mal ausprobierst. Geh also raus mit der Kamera, nimm dir ein Stativ mit, dass die Kamera sich nicht bewegt. Und dann fang einfach mal an, mit Langzeitbelichtung herum zu experimentieren. Ich bin mir sicher, du kriegst coole Ergebnisse hin. Viel Spaß!